Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, willkommen beim dritten Teil der Bahn in der Scheune. Ja, was erwartet uns heute? Eigentlich Aufnahmen, die ich euch nicht vorenthalten wollte, die aber in den letzten beiden Teilen nicht so richtig reingepasst haben. Und ja, vielleicht auch ein bisschen Pleitenpech und Pannen. Na, also wir lassen uns überraschen, was so alles. Was uns jetzt so alles erwartet. Hier haben wir zum Beispiel einen riesig langen Güterzug. Das ist auch so eine typische Fremo-Geschichte, dass man im allerletzten Fahrplan dann den sogenannten Abräumzug fährt. Dass also in den einzelnen Betriebsstellen dann keine Wagen mehr stehen, zumindest keine Güterwagen. Na, und die Güterwagen, die dann wieder in die Schränke geräumt werden. Die kommen dann an den Zug, die werden jetzt hier in den Schattenbahnhof gefahren und werden von dort aus dann wieder eingeräumt. Ja, dann nimmt das hier förmlich kein Ende. Auch nicht wundern, wenn in der Mitte ein zweiter Packwagen ist. Das waren eigentlich zwei Güterzüge, die hier zu einem zusammengefasst wurden. Ist wirklich auch alles schön gealtert, also da kann man nicht meckern. Wenn man so sich die Wagen alle anschaut. Ja, in die Landschaft, das ist ja, da muss man glaube ich auch nicht mehr viel dazu sagen. Da ist einfach nur anschauen und genießen. Und es gibt noch eine Schiebelok. Die wir dann aber abgekuppelt haben, das wäre in der Wendel dann schief gegangen. Wenn da noch eine Lok nachschiebt. Ja, hier zu Pleitenpech und Pannen, das ist also auch die Lok, die gerade nachgeschoben hat, die hat hier eine Laterne verloren. Das sieht natürlich ein bisschen putzig aus, das ist aber nicht das einzige Problem. Wir sehen es hier hinter der Lokmobil hier, die super Aufnahme machen. Und dann springt dieser blöde Wagen raus. Aber der Rest ist wenigstens dann im Gleis geblieben. Aber Aufnahme versaut. Das ist das Leben des Modellbahn-Videofilmers. Ja, und dann wäre natürlich kein Fremo-Treffen ohne merkwürdige Fahrzeuge, die also dann nicht so wirklich dazugehören. In dem Fall ist es eine sächsische Lok. Ja, die hat unser, ja, wie drückt sich, immer schlecht gelaunt immer aus, der, wie war es, der obererzgebirgische Aussichtsbahn Kai, der, ja, die Lok hier umgebaut hat, auch, sagen wir mal, außergewöhnliche Maßnahmen vorgenommen hat an der Lok, weil die Räder sind neu, da sind die Radsterne gedruckt im 3D-Drucker. Das ist also auch eine ganz fantastische Arbeit. Sie hat leider ein bisschen Probleme mit der Zugkraft. Was ein bisschen daran liegt, dass das Material, was genommen wurde für die Radreifen, leider ein bisschen zu glatt ist. Also da muss noch ein bisschen Hirnschmalz hineinfließen in die Sache, damit das dann am Ende auch technisch funktioniert und nicht nur schön aussieht. Ja, hier haben wir die Lok auch nochmal an meiner Lieblingsstelle. Ja, ist übrigens eine Baureihe 143, die frühere sächsische 10H1. Dann haben wir hier noch einen schönen Güterzug. Der
gerade in Lenzkirch ausfährt. Und sich auf den Weg macht nach Neustadt. Ja, ich habe mir die Güterzüge mal ein bisschen für den Schluss aufgehoben. Ja, hier sehen wir ein Experiment. Das wäre dann, wenn es funktioniert hätte, wahrscheinlich Teil 4 geworden. Aber Teil 4 fällt leider aus, weil wir uns also noch schöne Sachen ausgedacht haben, was wir mit dieser Kamera machen. Unter anderem eben auch die mal nicht vor, sondern in den Zug zu hängen. Dass man also quasi mit dem Güterzug sich hier durch die Landschaft bewegt. Allerdings sollte man dann auch die Speicherkarte in die Kamera machen und die nicht zu Hause liegen lassen. Und sich dann wundern, warum die Kamera zwar anzeigt, dass sie aufnimmt, aber wohin? Na, also das war leider eine sehr blöde Geschichte, na, dass man da quer durch Deutschland fährt, stundenlang. Und dann ist die Speicherkarte noch zu Hause im Rechner. Wir hatten dann zwar vor Ort also zwei ausprobiert, aber da waren noch andere Daten drauf, wir hätten die formatieren müssen und das da wären also die Daten alle weg gewesen und das ist eben nicht so schön. Ja, deshalb ist dieses Experiment leider gescheitert. Wir werden es aber dann wahrscheinlich im nächsten Jahr nachholen, weil die Aufnahmen, die es im Moment auch bei YouTube zu sehen gibt, die sind also schon ziemlich alt und in keiner schönen Qualität, weil die Kamera, die wir da gerade gesehen haben, die nimmt halt 4K auf und das haben wir ja schon im Sturmtal-Video gesehen, dass das an sich jetzt nicht die schlechteste Qualität ist. Das ist übrigens hier eine Rangierfahrt. Na, also der Zug, der fährt jetzt nicht hier verkehrt rum ein oder ich hab's spielt rückwärts ab. Na, das ist also, wenn der Bahnhof so lang ist, sind natürlich auch die Rangierfahrten sehr lang. Hier haben wir noch einen Güterzug, der dann aus Donaueschingen zurückkommt. Und jetzt hier nach Neustadt in den Bahnhof unterwegs ist. Ja, dann haben wir hier noch eine schöne Geschichte. Und zwar geht es hier um einen Fotografen, der hier sein Auto abgestellt hat. Und ja, hier den Bahnhof Neustadt fotografieren möchte und dazu seine Kamera aufgebaut hat, wie das eben in der damaligen Zeit üblich war. Na, also eine relativ großformatische Plattenkamera. Ja, das Bild, was dabei entstanden ist, ist hier abgebildet. Na, das hängt also an der Anlage und ja, ich denke mal, die meisten werden es ahnen, um wen es sich hier handelt. Es ist natürlich Karl Bellingroth, der hier dieses Bild angefertigt hat. Ja, und hier haben wir auf der Anlage, sofern es jetzt mit meinem Handy überhaupt ging, mal so ungefähr den Winkel, in dem er hier fotografiert hat, leider ohne den Zug, aber wir sehen ihn hier noch am Zaun mit seiner Kamera stehen. Ja, ganz zum Schluss haben wir hier nochmal den Bildschirm der Computersteuerung der Anlage. Das ist iTrain. Ich kann euch da leider nicht viel dazu sagen. Ich kenne iTrain nur vom Namen her. Ja, und hier haben wir dann noch einen weiteren Monitor, wo die einzelnen Züge dann gesteuert werden.
Und mit den Lodikon-Handregler, der wirklich sehr modern und toll aussieht, den ich allerdings nicht in Funktion erlebt habe, möchte ich mich von euch heute verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also, wie gesagt, es ist dann nächstes Jahr nochmal eine Reise dorthin geplant. Und dann müssen wir mal schauen, ob das mit der Zugmitfahrt klappt. Ja, euch einen schönen Abend, macht was draus. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, kann das gerne noch nachholen.